Der Terraner fühlt sich jetzt bestimmt auch ziemlich gut. Du siehst jetzt natürlich nicht, ob noch ein zweiter Marine gemacht wird, ne? Stimmt. Aber ich muss ja auch fliehen vor dem Marine. So, leiten wir mal ein bisschen weg von der Basis. Da kommen die Zeitlinge. Juhu. Du musst sie jetzt schon auswählen, ne? Weil sonst laufen sie wirklich erstmal rein. Die sind ja mit Bewegenbefehl sozusagen geschickt worden. Also ich würde jetzt einfach einen Angriffsbefehl geben und dann reinschicken. Genau. Durchatmen. Höchst spannend. Durchatmen. Du hast noch die anderen beiden, die, denen sollst du am besten auch einen Angriffsbefehl geben. Ja gut, jetzt hast du gewonnen. Nein, er hat gemerkt, was ankommt. Nee, er hat es nicht gemerkt. Bom. Bom. Das ist ja schön, wie die hüpfen, oder? Super. Ja. Die machen das schon. So, und jetzt die SUVs. Erst die Kaserne. Ach was? Wieso? Okay. Bevor er neue Truppen macht. Mit SUVs kann er dir sowieso nichts. Ja, schon, aber... Vielleicht kommt noch deine Verstärkung. Juhu! Du hast's geschafft, Yuki! Ja, ich find's so geil. Was baut er da oben? Eine Kaserne, genau, das habe ich. Naja, dann... Genau. Greifen halt zwei noch den da an. Was für eine atemberaubende APM. Unglaublich, ey. So eins pro Sekunde. Ach ja, der ist jetzt natürlich auch mit Rally darüber. Ja, passt schon. Zerglinge. Mehr Zerglinge. Ja, so ist gut. Ja, Das könnte funktioniert haben. Du hast beinahe gewonnen. Herrlich. Wow. Schön anzuschauen. Was ist eigentlich deine Lieblingseissorte? traditionell Schoko-Vanille. Wieso? Schoko-Vanille ist doch keine Eissorte. Doch klar ist Schoko-Vanille eine Eissorte. Seit wann ist Schoko-Vanille keine Eissorte? Schoko ist eine Eissorte, Vanille ist eine Eissorte und jede Eissorte, die kombiniert ist aus zwei Eissorten, ist wieder eine Eissorte. Das ist so ein bisschen so ein rekursiver Aufbau, weißt schon. Also so. Meinst du Stracciatella? So typisch informatisch, bitte? Stracciatella, oder? Nein, Schoko-Vanille einfach. Kenne ich gar nicht. Natürlich, das ist... Ach komm, Sen, du kennst doch Schoko-Vanille. Ah, verdammt. Ich sollte nicht bewegen, sondern angreifen. Und deine? Vanille. Nur Vanille. Nur Vanille. Das ist ja langweilig. Ich mag Schoko nicht. Das ist ja langweilig. Vielleicht stirbt ein Zergling. Ja, egal. Dafür folgen ihm fünf weitere nach. Ach stimmt, ich sollte vielleicht weiter Zerglinge bauen, fällt mir gerade so ein. Das gehört irgendwie so zum Zerglingwasch dazu. Sieht fast so aus, als ob du gewonnen hättest. Könnte sein. Was hast du heute Morgen zum Frühstück gegessen? Schokomüsli. Das ist, ich war mal beim Radio-Workshop, da haben sie es uns eingebracht, wie man am besten Gespräche anfängt, wenn man jemanden interviewt. Was dann halt einfach irgendeine Frage. Ich meine, vor allem ist es dann natürlich gut zum Testen, wenn man erstmal so die Audioeinstellungen testet, wie bei uns bei Audacity immer, dass man halt denen irgendwelche Fragen stellt und dann halt. Und eine von den typischen Fragen ist dann halt, was haben sie zum Frühstück gegessen? Das wird dann nicht veröffentlicht, sondern einfach. Das wird dann aber nicht veröffentlicht, oder? Ja. Ja, natürlich als Testfrage halt, um auch die, wie gesagt, Audioeinstellungen vor allem zu testen und so. Interessant. Ja. Was man nicht alles lernt beim Radio-Workshop. Der Overlord. Geil. Hey. Da auch zu zeigen. Noch mehr zeigen. Noch mehr. Ja. Als ob ich nicht schon genug hätte. Und jetzt machen wir uns Sankenmarsch. Genau. Komm, das Spiel muss noch eine Weile dauern. Ist langweilig. Das könnt ihr angreifen. Ja, ich glaube, wir sind schon lange genug dabei. Stimmt, vor allem bei der Geschwindigkeit. Bei der Geschwindigkeit, ich glaube, wir sind schon 15 Minuten dabei oder so. Kann das sein? Ich habe jetzt auch nicht. Also ich habe nicht wirklich nachgeguckt, aber. Oder 10. Auf jeden Fall sind wir schon ziemlich lange dabei. Du hast es schneller gemacht? Ja. Kann dein Gehirn das
verarbeiten? Ich weiß nicht. Nein, nicht angreifen. Ich will eigentlich nur den SUV haben, der rauskommt. Ja, genau den. So. Ah, herrlich. Jetzt willst du einen Sunken Rush machen. Ja. Komm, wenn wir schon mal dabei sind. Das macht doch Sinn, oder Sen? Das macht doch Sinn. Das macht doch Sinn, oder Sen? Sinn, Sen. Möglich. Sinn, Sen, Sen. Sinn, Sen, Sen. Was? Du bist angegriffen. Angegriffen? Oh shit, nein! Nein! Ja. Gute Güte. Was? Oh Mann, das ist gemein. Toll, er hat noch einen Kill gekriegt. Nein, nicht angreifen. So. So, okay, die Drohne ist da. So. Ach komm, wenn man schon Zerg ist, muss man sowas auch machen. Nein! Was nicht schön sein. Ich hätte es ja einfach auf Queen's Nest aufgestuft und dann infiziert und dann alle restlichen Gebäude mit infizierten Terranern in die Luft gesprengt. Man kann es auch übertreiben, Sen. Wieso, das ginge schneller als das, was du jetzt machst, glaube ich. Nö. Doch, bestimmt. Nö. Doch. Nö. Doch. Nö. Doch. Nö. Ist langweilig. So, jetzt okay. Den Waypoint wieder hier hin, weil die will ich tatsächlich zum Minen benutzen. Ja, so ist gut. Nein! Gute Güte, jetzt kann ich sogar die Drohnen noch, das kommt im Zentrum an. Stopp! Gute Güte, nein, das brennt ab, verdammt! Naja gut, es sind noch ein paar Gebäude da. Also zwei. Raffinerie und Supply Depot. Ich glaube auch nicht, dass du, als du nicht früher fertig werden könntest. Hast du jetzt auf Maximum? Ist es das schnellste, was geht? Nee, nee. Geht schon noch ein paar Stufen. War gut, ich kann es mit Maus einfach irgendwie, das ist nicht nur mit Maus gewohnt. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Das waren bestimmt über 10 Minuten, ansonsten müssen wir es halt. Na, ich schneide das auch wieder, dann müssen wir das Bild zweimal manipulieren. Naja, egal. Es ist immer gut, ein Füllvideo zu haben. Na? 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 Gut, ich habe jetzt nicht wirklich eilig, aber. Wir wollen es ja schon auch zu Ende bringen. Nein, überhaupt nicht. So, die kommt jetzt rüber, du brauchst zwei. Zwei brauchst du. Ja, ich kann ja hier eine bauen. Hallo, ist doch viel einfacher, Sen. Da, noch eine. Komm schon. Okay, ich glaube, jetzt hat er keine Mineralien mehr, sonst wird er noch ein SUV bauen. Ja, komm, Sunken. Sunken. Sunken, die jetzt hier Tiefenkolonie heißt. Was auch immer. Hauptsache, es funktioniert. So, und der auch noch. Nee, weiter links oben, sonst erreichst du die Raffinerie nicht damit. Ja. Und weiter noch mehr Drohnen. Ach ja. Wow. The Joy of Zerg, würde ich mal sagen. Na, wann GG's du Computer? Ganz wie Oversky. Genau, ja, Oversky würde sowas auf jeden Fall machen. Sicherlich. Wenn das so gut wäre wie wir. Oh ja. Ja. Da sieht man wieder, wie toll und gefährlich Tiefenkolonien sind. Sie können sogar Gebäude zerstören. Richtig. Herrlich. Und zwar auch terranische Gebäude. Wow. Mein Gott. Hey, immerhin zwei. Beide können die angreifen. Gleich hast du gewonnen. Wie schnell. Cool. Ich bin so gut. Sunken. Juhu. Ja. Ja. Wir haben es geschafft, Sen. Wuhu. Okay, das war jetzt das zweite Tutorial von uns. Wie schlag ich den Computer in Starcraft? Es hat nur 17 Minuten gedauert, einen Rush zu machen. Den langsamsten Rush, den ich hier gesehen habe. Okay, danke, Sen. Wunderbar, so gefällt's uns. Und bis zum nächsten Spiel. Nächstes Mal vielleicht wieder ein bisschen ernsthafter. Aber auch nur vielleicht, da können wir für nichts garantiert. Das nächste Mal bringe ich einen Kotatsu mit. Oh. Okay. Oh, dann, ja. Dann wird es halt nichts mehr mit den schönen Frauen. Egal. Also bis dann. Mach's gut. Ciao. Tschüss.